Hallo, ja, mich erreichte Post von meiner lieben Sandra, von der lieben Winnie Kreativa, so heißt sie auf YouTube. Wer sie noch nicht kennt, ne, ich verlinke den Kanal in der Beschreibung. Da könnt ihr mal gucken, was sie so treibt. Ja, meine Liebe, wie du siehst, das Paket ist da, aber ich werde dir eh noch mal schreiben. Ja, ich hatte schon mal aufgeschnitten wegen den Adressen. Ja, sie hatte mir geschrieben, dass sie mir nachträglich irgendwie zum Geburtstag was schicken wollte. Hätte aber nicht sein müssen, wie gesagt, ne? Ihr müsst mir nichts schicken, ne? Zum Geburtstag oder auch sonst nicht. Ja, aber sie hat es getan. Sie hat es getan. Ja. Och, hier sehe ich schon. Happy Birthday. Oh, wie lieb. Das könnte. Oder ist das die Post? Ja, ich glaube schon. Have a beautiful day. Ja, leider habe ich nicht so einen guten Tag heute. Ich habe ein bisschen Kopf, Nacken und Kieferaua. Sehr unschön. Aber gut, ansonsten geht es mir ganz gut auf jeden Fall. Ich lese mal kurz. Dankeschön und liebe Grüße zurück an dich. Ja, vielen Dank für die schöne Karte, für die schöne Post, für die lieben Zeilen. Vielen lieben Dank. Mal hier hin. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach ganz oben an. Ich tue das mal eben zur Seite. Ist das denn? Sie so eine schwarze Buch, so eine schwarze Tüte benutzt. Oh, guck mal, wie klein die ist. Die ist ja süß. Voll niedlich. Aber irgendwie kommt die mir bekannt vor. Ich bin mir nicht sicher, irgendwie kommt die mir bekannt vor. Ich habe sie die mal in einem Haul gezeigt oder so, ich weiß es nicht, aber irgendwie kommt die mir voll bekannt vor. Auf jeden Fall voll schick. Ach Mensch. Ja, da hat sie auch sehr schönes Geschenkpapier benutzt. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht woher. Oh, der Herbst. Oh. Ja, bald ist er endlich da. Ich freue mich so sehr. Ah, ich liebe ja den Herbst. Ja, danach kommt der Winter, dann der Frühling, Sommer. Ach ja. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. Ich sag's euch, ich habe so gelitten hier. Oh, das war echt furchtbar. Für mich sind ja schon, bei mir ist ja die Grenze schon bei 23 Grad. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir da ging jetzt bei dem krassen Sommer, den wir hatten. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht Sticker oder so. Ich weiß nicht, was die Sandra da eingepackt hat. Schön. Sehr, sehr schön. Herbst, Herbst. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Sandra mag ja den Herbst auch gern. Ich glaube aber jetzt nicht unbedingt das kalte Wetter, sondern halt diesen, halt der Herbst, ne? Mit den Herbstfarben und so. Das mag sie ja, glaube ich, auch sehr gern. Schöne Serviette. Sehr süß. Oh, da lachen mich schon Schmetterlinge an. Hi, denen geht's gut. Ja. Schöne 3D-Sticker. Oh Gott, die sind doch vom Ross, Mann. Du. Die sind ja nicht gerade günstig. Ich habe da schon so oft schöne Sticker gesehen. Dachte mir mal, boah, nee, ist mir zu teuer.
sind echt süß. So niedlich, wie die gucken. Oh, was ist das denn? Oh, boah. Gel-Sticker, ja, okay. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, ne? Wie cool. Mal kurz anfassen. Oh ja. Boah, sind die dick. Glibber. Ja. So gummi-glibberig halt, ne? Interessant, habe ich auch noch nie gesehen. Zumindest bei uns nicht. Dankeschön. Na, für Frühling oder so. Oh. Die Schmetterling wollte ich gerade sagen. Nein, die. Hier. Flatter, flatter. Oh Gott. Fledermäuse, oh Gott. Die Fledermäuse. Ja, die sind natürlich immer cool. Mit den roten Augen. Ja. Dankeschön. Ja, Halloween-Sticker gehen natürlich immer. Yay, meine Favoriten. Die sind so toll. Die so süß, die Geister. Oh, süß. Dankeschön, Sandra. Vielen lieben Dank. Oh, was ist das? Huch. Was? Poesiebild. Bogen. Ach so, das sind diese Teile von früher, ne? Ich muss mal eben kurz hier mir einen Überblick verschaffen. Ne, es geht so rum. Oh Gott. Hasi! Ich bin verwirrt. Was soll das hier? Verschneidet man sich das dann ja hier so ab, ne? Ja klar, sonst könnte man es ja nicht verwenden. Interessant. Ich glaube, ich habe so was Ähnliches mal von der Dani früher bekommen. In so einem Herbststil. Das wird jetzt halt mehr so ja, Frühling sein, wegen den Ostereiern hier, ne? Wegen dem Hasen. Ja, dann werde ich die auch dann zum Frühling hin verwenden. Ja, wenn man mal lesen würde, ne? Kein Kommentar. Cool, Dankeschön. Ah, manchmal ist man so doof. Ach ja. Oh. Halloween-Tüten, Halloween-Tüten, Halloween-Tüten. Oh, die gehen mir schon aus hier. Speziell diese hier, die lilanen, die gehen mir auch aus. Dankeschön. Ja, die kommen natürlich wie gerufen. Und hier hängen noch so Haarklammern. Filzhexenhut. Oh, das könnte man natürlich auch abfriemeln und dann anders verbasteln. Werde ich auch wahrscheinlich so machen, weil ich bin kein Haarklammerträger. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich die andersweitig verwende. Weil das ist echt cool. Oh, warum kann es nicht sowas geben, ne? So Stickerbögen, wo einfach da mal solche Teile drauf sind. So Filzsticker. Also im Halloween-Stil meine ich, ne? Oh, schön, danke. Die passen gut zu den Tüten. Super. Oh. Ach Mensch, du. Oh. 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 Ich wacke lieber nicht so viel herum. Oh. Ein schönes Bild. Nein, nein, ich wackel nicht so viel. Ach, hier kann ich reingreifen mit dem Finger so. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Moment, so alles raus. Die Schachtel tue ich mal hier hin. Oh, ist das Washi? Oh, von Folia, bist du verrückt geworden? Klebeband aus Reispapier. Ah, es ist kein Washi, das ist dieses. Ja, ich weiß, ich verstehe. Obwohl. Masking Tape. Das ist doch jetzt dieses Papiertape, oder? Nicht das Washi. Ah, ist ja auch völlig egal, aber hier steht Washi Tape. Egal, vergiss das einfach. Mit Ananas-Motiv. Kann ich ja dann mal im Sommer benutzen.
einem Ananas-Freak dann so eine Karte machen. Ich glaube, ich habe sogar noch Sticker davon irgendwo rumfliegen. Ui, was ist das denn? Ein Armband. Day of the Dead. Okay. Cool. Und ich sehe schon, das ist verstellbar. Das ist super. Mit meinen dürren Armen, ne? Da passt mir nämlich kaum was an Armbändern. Leider. Also Armbänder trage ich ja schon ab und zu mal sehr gern. Oh, super, guckt mal. Ja. Da hat die liebe Sandra mitgedacht. Jetzt kriege ich es natürlich nicht hier. Also ich kann es auf jeden Fall eng machen. So, cool. Dankeschön. Sehr schön. Jetzt vielen verschiedenen Farben. Endlich mal ein Armband, was mir passt. Dankeschön. Voll cool. Oh, was ist das denn? Ach, ist das eins von deinen gegossenen Teilen? Was? Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn bereits gewonnen. Ah, weiß ich nicht so. Ich bin ja mit Sprüchen immer so ein bisschen skeptisch, ne? Ihr kennt mich mittlerweile, ne? Also auf jeden Fall total lieb von dir. Ja, Magnet, ne? Der kommt dann gleich direkt an meinem Kühlschrank dran. Dankeschön. Da sind noch so kleine Vögelchen mit drauf. Schön. Ach, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Ach, das sind Mini-Stanzer. Mit einem schönen Säckchen. Was haben wir denn da für Motive? Einmal ein Krönchen. Boah, sind die klein. Mit Krönchen. Und. Ah, eine Katz. Och, die ist aber süß. Die hat eine süße Körperform. Voll süß. Boah, so klein. Kann man ja dann für Schüttelteile benutzen, dann das Ausgestanzte. Dankeschön. Das Säckchen ist auch schön. Ach Mensch, du willst mir doch nichts mehr abschicken lassen. Oh Mann. Hier haben wir noch ein paar schöne Dekoteile. Tue ich mir gleich auch dann zu meiner Herbstdeko hinzu. Schön. Sowas, ja, habe ich noch gar nicht. Sowas habe ich, aber das macht nichts. Kann man ja immer irgendwo mit noch hinlegen. Oh. Hier ist noch eins. Oh, hier haben wir etwas Rundes. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oh. Klebeband sein. Ja, es ist Klebeband. Ich guck mal kurz, fühlt mein Handy noch? Ja. Weiß nicht, manchmal muss man ja mal nachgucken. Uiuiui. Ich mach das mal lieber hinter dem Stativ. So, hier haben wir das Dekoband. Das ist ja dieses Tesafilm. Was ich nur immer nicht verstehe bei diesen Teilen, warum ist da immer so wenig drauf? Oder geht das nur mir so? Oh ne, hier sieht es aus, als wäre da ein bisschen mehr drauf. Ganz verschiedene Motive. Oh, hier ist nochmal ganz wild hier gemischt. Boah. Dankeschön. Kann man auch immer überall mit drauf backen. Umschläge oder so.
Was ist das denn? Ah, hier ist noch ein kleiner Fratz. Huch, was ist das? Hm? Das ist ein Radiergummi. Was? Ja, es ist, glaube ich, ein Radiergummi. Moment. Ach, guck mal hier. Asiatisch. Ja, Radiergummi. Habe ich eigentlich überhaupt ein Radiergummi? Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen. Besitze ich ein Radiergummi? Außer jetzt oben am Bleistift. Ja, kommt auf jeden Fall richtig. Ich habe, glaube ich, so eins nicht. Dankeschön. Ich habe, glaube ich, nur an so Bleistiften oben. Ne? Oben Radiergummi schon dran. Aber die halten ja auch nicht ewig. Irgendwann stehe ich dann da und dann, oh, ich habe kein Radiergummi. Ah, mein Kiefer. Oh. Oh. Ich weiß nicht, was das ist. Was zu essen? Was zu essen? Ui! Boah, die habe ich schon lange nicht mehr gekauft. Fällt mir jetzt ein. Wie cool. Die hatte ich schon lange nicht mehr. Dankeschön. Wie cool. Ja, jetzt kommt es wieder. Double Ikias. Double. Nee. Ach so, das wird auch noch hier mit D ausgesprochen. Double. Dicke. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die voll lecker. Dankeschön. Oh, danke. So. Dankeschön. Ui, was ist das denn? Ist das was Selbstgemachtes? Oh, oh, oh. Wir wissen alle, was das ist. Das Geräusch ist verräterisch. Ein Schüttelfenster! Oh no, hast du ein Album gemacht? Oh mein Gott! Ui. Oh no! Noch ein Klopper! Moment, ich guck mal kurz. Oh. Ich liebe es! Ich liebe es jetzt schon. Moment. Oh no, hast du dich hingesetzt und mir so ein Album gemacht? Oh no. Oh. Ah. Halloween, Halloween. Oh, wie schön. Ganz vorsichtig. Ups, das kann ich noch gut brauchen. Das ist jetzt von hinten. May all your Halloween witches witches come true, ja. Jetzt geht's wieder los, muss ich wieder alles anfassen. Oh, schön. Huch. Schön. Oh. Ja, schüttel, schüttel. Oh, guck mal, da steht mein Name. Sabrina. Oh, wie süß. Huch, hier klopft was raus. Was hast du jetzt eigentlich den Umschlag gemacht? Normaler Pappe? Mich mal interessieren. Ui, das Holzteil ist auch schön. Und Happy Halloween. Cool. Ich traue mich irgendwie nicht daran, diese Teile hier aufzukleben. Mit was klebt ihr das, damit das am besten hält und nicht irgendwie, ne, mal abfliegt oder so? Wahrscheinlich mit Heißkleber, oder?
Ich traue mich da echt nicht so ran. Ich habe Angst, weil bei meinem Glück, wenn ich jemanden so ein Teil schicke, wo sowas dann dran ist, dann wird es wahrscheinlich kaputt gehen. Stimmt. So viele Sachen wieder zu entdecken. Ich mag das voll gerne. Es ist so schön. Aber gucken wir jetzt mal rein. Was steht da? Make today great steht da wahrscheinlich. Huch! Oh, einen Moment, ich muss mal eben ein bisschen Platz schaffen. So. Hier haben wir schon die erste Seite. Und eine Tasche. Ah, die Moosgummisticker, die habe ich auch. Die sind so toll. Das tun wir mal eben schon mal. Ach, guck mal, das sind Tüten hier. Sehr gut, Tüten gehen immer. Hihi. Oh, hier hat sich ein Stein verabschiedet. Ich schätze mal, der gehört irgendwie hier hin oder so. Ah, die bösen, bösen Steinchen, ne? Noch so Ecken dran. Upsala. Oh no, da ist die Tasche abgegangen. Ein Moment. Komisch, auf den Fingern klebt das ohne Ende, ne? Aber auf Papier? Nö. Ein Moment. Ich muss auch nicht zu sehr hier rumdrücken. So. Hoffe, das hält jetzt erstmal wieder ein bisschen. So. Oh, das Papier ist aber auch schön hier. Happy Halloween. Ja. Oh Gott. Ach. Entschuldigung, ich saß gerade ein bisschen krumm, hatte gerade voll das Stechen im Rücken. Ich sage, ne, ab 30, dann ist vorbei. Oh, Happy Halloween. Ja, Geist. Hier ist schon wieder ein Goodie. Oh, Streudeko. Oh, aber das ist mal eine ganz andere Streudeko. Die kenne ich ja noch gar nicht. Man kennt ja mal nur die aus dem Teddy. Davon habe ich übrigens, ich weiß nicht wie viel schon davon. Schon eigentlich zu viel. Aber das hier kenne ich noch gar nicht hier, die Mischung. Oh, schön. Oh, das ist echt mal was anderes. Oh, danke schön. Wo hast du die denn her? Das ist echt toll. Oh. Mit Kürbis. Moment, das. Oh, was ist das denn Interessantes? Lights, Camera, Action. Ist das aus, oh, Born to be a Star. Was war das denn für ein spezieller Block? Lass mal kurz dahin. Huch. Sinister Sequence. Also noch Vintage Halloween aus. Sherlock Holmes. Das ist ja ganz komisches. Also, was heißt komisch? So anders. Okay, das ist wirklich komisch. Was ist das? Hä? Hab ich gerade optische Täuschung? Was ist das? Ist die Frau nackt? Ah ne, oh, ich bin so blöd. Die hat einen Mantel an, das ist der Kragen von dem Mantel und da der Ärmel, die Ärmel. Oh, ich bin so blöd. Ich denke so, hä, ist die nackt? Oh Gott, ey. Ne, wie jemand mal auf Vintage steht oder so, ne? Da kann ich das dann mal irgendwo mit verbasteln. Was ist das denn? Das kennt man ja. Wow, das ist ja ganz anderes Papier. Die haben alle aufs Maul gekriegt von, Entschuldigung, aufs Mündlein bekommen von der Frau.
Ich muss ehrlich gestehen, mein Stil ist es jetzt nicht. Also ich stehe nicht auf solche Menschen und sowas. Aber ne, zum Verbasteln, wenn jemand sowas mag, warum nicht? Valentino der Igel. Krass. Was nicht alles für Papier gibt. Das sind so hier Postkarten. Die haben noch mal so Leute. Dangerous. Ach Gott. Okay. Das ist ja interessant. Ja, danke schön. Oh, hier ist noch eins. Ne, wenn mal jemand auf sowas steht, dann kann ich ja dann mal das dann verwenden. Interessant. Oh mein Gott. Ich wünschte, es würde mehr mit Halloween geben. Das wäre auch mal cool. Eine Filzhexe. Boah, ist die riesig. Oh nein. Schön kleben. Ne? Hallo, da klebt ein Auge. Hier ist noch ein Tütchen. Ich drück das mal kurz wieder dran. Das machen wir kurz gerade. So, keine Panik. Alles gut, Sandra, alles gut. Aber ich kenne das. Ne, ich muss das immer wieder erwähnen. Swantje, ne? Wo sie die Caroline Buchbox von mir ausgepackt hat. Oh Gott, Desaster. Desaster. Ja. Da haben wir ganz viele verschiedene Farben. Alles ganz bunt gemischt mit Halloween. Enjoy. War hier irgendwas drin? Bin gerade verwirrt. Ui. Da haben wir die typischen Herbstfarben. Voll cool. Ja. Da tun wir mal so weiter. So. Und das Papier ist auch schön. Wellenrand. Stimmt, das könnte ich auch mal wieder machen. Ich habe doch auch so eine ähnliche Stanze. So eine Handstanze. Das tun wir auch mal kurz zur Seite. So ein Geschnörkel. Ja, ich gucke mir mal gerne das Papier an. Ich weiß, ich finde Papier total interessant. Viele nervt das, ich weiß, aber ich gucke mir das ganz gerne an. Oh, wieder so eine Hexe. Upala. Hallo. Guten Tag. Gute Tag. Konnichiwa. Gute Tag. Okay. Oh. Gott ist vorsichtig. Oh, guck mal gleich. Ein Pilz. Oh, ich mag das so. Mit den Herbstsachen so. Und hier ganz viel gute Tama, du bist doch verrückt. Oh Gott. Ach, das lässt sich aber gut lösen. Und hier ist wieder das schöne Papier zum Schluss. Dieses gemeine Washi-Tape bleibt kleben. Was ist das hier? Kannst du mir mal verraten, was du als Buchumschlag benutzt hast? Würde mich mal interessieren. Ja, voll schön, vielen lieben Dank. Oh Mann, hast du dich extra hingesetzt und mir so ein Album gemacht? Menno. So, dann haben wir jetzt hier noch die Sticker Flakes. Die sind drin. Süß. Die habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht. Boah. Dann war mal diese. Ich werde mich wahrscheinlich wieder. Ich hätte wahrscheinlich wieder Probleme mitkriegen, die auseinander zu friemeln. Nisswandchen, wir hatten ja das Thema schon mal. Das sollen ja Sticker sein. Und ich kriege die irgendwie nicht auseinander. Ich weiß auch nicht.
Und diese hier. Gott, die habe ich alle noch nicht. Ich glaube, das hier habe ich vielleicht, aber die anderen nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Selbst wenn, es schadet nicht. Danke, liebe Sandra, da freue ich mich. Ah, da ist wieder dieses, ne? Von Teddy wieder, die Streudeko. Oder? Ist das eine andere? Nee, das ist die wieder vom Teddy. Und hier sehe ich, da sind noch. Da haben wir noch hier so. Oh, toll. Happy Halloween. Cool, danke schön. Ah, ich bin auch gerade fleißig dabei, für Halloween so ein bisschen zu basteln. Die habe ich, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dann kann ich die auch benutzen. Dankeschön, ich freue mich. Oh, Kawaii, ne? Oh, Halloween und Kawaii. So toll. Dann hier noch so ein Umschlag. Ei, blaue Glitzersteine. Ja, die sind auch ganz, 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 ganz toll. Oh, so schön. Ja, meine liebe Verrückte. Ich bedanke mich für deine schöne Post. Es hätte echt nicht sein gemusst. Das habe ich dir ja schon geschrieben, ne? Es hätte echt nicht sein gemusst, aber es ist wirklich total lieb von dir. Und ja, wie gesagt, ihr müsst mir nichts schicken, ne? Auch nicht hier zum Geburtstag oder so. Aber gut, das wisst ihr ja, denke ich. Meine Liebe, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und vielen, vielen Dank für alles. Ich freue mich sehr. Vor allem. Und oh, heiliger Gral, ne? Ja, schaut doch mal gerne bei ihr vorbei. Wie gesagt, den Kanal verlinke ich euch von der Lieben. Ja, meine Liebe, fühl dich mal ganz lieb gedrückt von mir. Ich werde mir die Sachen jetzt gleich nochmal in Ruhe anschauen. Mir tut jetzt gerade ein bisschen der Kiefer weh. Ich muss jetzt mal aufhören. Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht zu hastig oder so. Ja. Liebe Sandra, vielen lieben Dank nochmal für alles. Ich melde mich aber nochmal bei dir. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye, bye.